Okay, damit haben wir jetzt alle drei Zugänge, soweit, also zweimal noch weit der Sumpf und einmal das Dorf, okay. Okay. Und jetzt? Okay, das ist das. Da sind wir offensichtlich noch dran. Würde sagen, wir gehen erstmal zum Hauptquest weiter. Dies ist Valvenor. Kein schöner Ort, aber ausreichend. Er scheint der Armee der Todwandler nicht bekannt. Dieses Dorf hat schon bessere Tage gesehen. Vor dem Krieg war es für seine reichen Jäger bekannt, die herkamen, um das Ampelspiel des Sumpfes zu spielen. Heute sind die einzigen Besucher nur Flüchtlinge, deren Anzahl zu groß für die Vorräte des Dorfes ist. Ein kleines Haus der Heilung bietet den Verletzten Unterstützung. Der Ritter hat Mirana sehr gerne, die Heilerin, die das Haus führt. Sieht der Söldner das Haus gegenüber? Es war einst eine Taverne, dient aber nun dem Verwalter als Residenz, dem Mann, der das Dorf leitet. Eine sehr große Taverne, bezogen auf die Größe des Dorfes. Vor dem Krieg muss es viele Besucher gegeben haben. Mit ein wenig Glück können wir in dieser Nacht in einem richtigen Bett schlafen. Wieso sprichst du so? Immer in der dritten Person? Die Art, wie Leute sprechen, ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Und ich komme von einem anderen Ort. Der Ritter kommt von dem Kriegsstamm der Algandar und ist stolz darauf. Was will dieser Verwalter von mir? Der Hauptmann hat dem Verwalter die Dienste der Freien Klingen zugesagt. Der Verwalter wird bestimmt eine Aufgabe für den Söldner haben. Verdammter Mist! Ich werde für den Typen die Drecksarbeit machen müssen. Mist! Ich hätte bei dem Rest der Kompanie bleiben sollen. Ich gehe. Es ist wegen Nigel, oder? Man braucht sie nur einmal anschauen und plötzlich endet die Welt. Alles klar? Es gibt nicht viel mehr, was es zu erzählen gäbe.
Also man merkt schon sehr deutlich, dass es von den gleichen Entwicklern ist wie das Game of Thrones Spiel. Ist unsere beste Verteidigung. Zum Glück macht das Wildleben keinen Unterschied zwischen den Todwandlern und den Dorfbewohnern. Aber die Situation hier in Valvenor wird zunehmend schwieriger. Und jede neue Flüchtlingswelle erhöht das Risiko, ungewünschte Aufmerksamkeit auf diesen Ort zu lenken. Wenn einer der Späher der dunklen Fürsten das Dorf entdeckt, wird er von hier nicht entkommen, um zu berichten. Das kann ich dir versichern. Außerdem verstärken meine Männer eure Verteidigung. Verzeih mir aber, ihr habt ein paar erhebliche Schwachstellen, insbesondere um das Flüchtlingslager herum. Die Ankunft der Freien Klingen und der Roten Weisen hat unsere Überlebenschancen erheblich gesteigert. Hauptmann, glaube mir, dass ich zutiefst erfreut bin, euch hier zu haben. Unnötig zu erwähnen, dass deinen Männern und den Roten Weisen hier alles offen steht. Aber für alle anderen Neuankömmlinge bleiben die Tore geschlossen. Du musst verstehen, dass unsere Nahrungsvorräte genauso limitiert sind, wie unsere Fähigkeit, das Dorf zu verteidigen. Bis ihr hergekommen seid, hatten wir nur eine Person, die sich unserer Wunden annehmen konnte. Und die Sache mit Prinz Arandil lag weit über ihren Fähigkeiten. Und dann ist da noch diese Bestiengeschichte. Bestimmt ein weiteres Märchen eines betrunkenen Spinners. Trotzdem sind einige Wächter verschwunden. Irgendetwas im Sumpf verursacht dieses Verschwinden. Wir können aber keine weiteren Männer auf Patrouille schicken und riskieren, dass sie auch verschwinden. Viele treffen auf Larven, die nicht zu bezwingen sind. Die anderen kommen einfach nicht zurück. Stille. Wenn ich jedem Gehör schenken würde, bräuchte ich das Zehnfache an Männern, um jedem Märchen nachzugehen. Genug. Du musst mir dabei helfen. Ich kann es nicht. Dein endloses Gejammer ist unerträglich. Im Namen von Vulkan? Aber was auch immer. Diese Welt ist verdammt. Die Kälte hat sie eingenommen, ihre Seelen und ihr Herz. Trotzdem steht ihr herum und zappelt wie Fische an Land. Krampfhaft versucht ihr, die Illusion von Wärme und Leben zu erhalten und spürt euren letzten Atemzug nicht, während ich euer Gejammer und Klagen ertragen muss. Vulkan! Hör sofort mit diesem Unsinn auf! Es ist nicht er, der spricht. Alles um euch herum zerfällt. Und doch beklagt ihr euch nur über lose Gedärme und Erbrochenes. Ihr könnt die Todwandler nicht bezwingen. Und schon gar nicht ihre Meister, die Nekromanten. Sie ziehen ihre Macht aus dem Weltherz. Sie trinken aus ihm, sie saugen es leer. Eure einzige Chance ist zu säubern, was ihr selbst verschmutzt habt. Zum Weltherz zu gehen und es aus seiner Sklaverei zu befreien. Das Weltherz ist ein Mythos, ein vergessenes Märchen, genau wie Drachen und Zwerge. Ein Mythos. Versteckt euch weiter hinter euren kleinen Barrikaden und ihr seid selbst bald nur noch Mythen und Märchen.
Du kannst aufhören. Ich weiß, dass du wieder bei Bewusstsein bist. Was zur Hölle ist passiert? Eben habe ich noch dem Gequatsche vom Verwalter und dem Hauptmann zugehört. Und dann? Und dann hast du die Kontrolle verloren. Weiß nicht. Es ist, als hätte mich etwas in meinem Kopf hypnotisiert, damit es meine Stimme benutzen kann. Aber ich war noch da, habe gedacht, was ich sagte. Das ist nicht das erste Mal, dass du fühltest, wie sich diese Präsenz manifestiert hat. Nein. Es ist seit dem Tempel da. Auch in meinen Träumen, glaube ich. Interessant. Es scheint, als wäre dein Körper in Besitz einer anderen Wesenheit. Und es ist mit Sicherheit ein Feuergeist. Kein Scherz. Ich habe einen Dämon im Kopf. Sowas in der Art. In Wahrheit kann ich nicht sagen, was es ist. Noch nicht. Toll. Immerhin waren es du und deine Gefolgsleute, die das Ding freigelassen haben, richtig? Das hat damit nichts zu tun. Hast du eine Ahnung von den Konsequenzen dieses Vorfalls? Wenn das in ein paar Tagen nochmal passiert, werden sie mich anspucken und Steine nach mir werfen. Ich muss wohl besser aufpassen. Ich fürchte, dass das dein kleinstes Problem ist. Scheinbar hast du nicht verstanden. Das Ding in dir will dir nichts Gutes. Es ist nicht genug Platz in dir für zwei Seelen. Dieser Dämon will deinen Körper. Er wird dich mehr und mehr kontrollieren, bis er dich komplett ersetzt hat. Ha! Du glaubst, mir verlangt nach dem Körper eines Sterblichen? Ich bin hier gefangen. Mein Platz ist im Weltherz. Er wird nicht zögern, dich zu belügen und dir sagen, was du hören willst, damit du ihm erlaubst, dich einzunehmen. Ich habe nie nach diesem Käfig gefragt. Ich habe nie gewollt, jeden deiner Gedanken zu hören. Ich bin es, der überfallen wurde. Er spricht zu dir. Hör nicht hin. Verweigere dich ihm. Wenn du das nicht tust, wird er dich zerstören. Hey, ganz ruhig. Eins nach dem anderen, ja? Ich gehe spazieren. Der Orden der Freien Klingen genießt einen guten Ruf und der Söldner macht ihm alle Ehre. Durch erstaunliche und faszinierende Kräfte. Der Ritter würde gerne zum Duell fordern, um diese Kräfte selbst zu beurteilen. Der Augenblick ist gerade ungünstig, aber wir können später gerne darauf zurückkommen. Endlich ein Helm. Mann.
Zeit. Vulkan, du musst mir helfen. Der Prinz liegt im Sterben. Freut mich, dass meine Qualitäten als Heiler endlich erkannt werden. Eine Explosion wird ihn mit Sicherheit für immer kurieren. Aber eigentlich dachte ich an deine Verbindung zu den Roten Weisen. Wenn du mit ihnen sprechen könntest, bin ich nicht für den Tod des Prinzen verantwortlich. Ich würde mich nicht unbedingt als ihr Freund bezeichnen, aber ja, ich kann's versuchen. Achso, den kann man als Begleiter mitnehmen. Ja gut, ein Bogi wäre dann auch nicht schlecht. Die Heilzauberin ist in der Theorie ganz schick, in der Praxis aber ignoriert sie mich im Kampf oft. Ich lasse dich allein. Hast du eine Idee, wie wir den Prinzen der Elfen erwecken? Ach, leider nein. Ich habe nahezu alles versucht, was ich weiß. Aber nichts hat geholfen. Du sagtest nahezu. Das heißt, es gibt noch einen Weg? Das stimmt. Es gibt eine Formel, die ich noch nicht probiert habe. Eine extrem starke Lösung, die eine bestimmte Zutat braucht. Eine Zutat, die ich nicht habe. Was brauchst du? Ein sehr starkes Gift, das die Larvenkönigin produziert. Aber verwechsle sie nicht mit den normalen Viechern. Ich wollte mich selbst darum kümmern, aber die Dorfbewohner haben mich aufgehalten. Sie sagen, es sei sehr gefährlich. Sie sollen scheinbar entlang der Straße zu finden sein, auf der wir hergekommen sind. Und offensichtlich kommen sie nur nachts heraus. Ich besorge dir was. Ich gehe jetzt. Okay, das, die Hauptquest geht mit der Wehrbestie weiter. Und die Nebenquests sind gerade mehr geworden, okay. Okay, aber ich würde sagen, jetzt mal wieder ein Cut. Ich habe, also man merkt schon, dass es für den gleichen Entwickler ist, für den gleichen Spielsystem wie die, wie das Rollenspiel, das sie gemacht haben zu Game of Thrones. Lässt sich aber wirklich gut spielen soweit, auch wenn man manchmal hakelt, also hakelt es nicht richtig, man bleibt halt manchmal, kommt man nicht durch, weil die Sibylle im Weg steht. Im Kampf war es manchmal, wo man Eindruck hat, es ist ein bisschen unrund irgendwie, also manchmal ist es ein paar von den Gegnern 2-3 Treffer, der liegt tot da und dann kann er irgendwie sich wieder durch 3 durchhacken ohne große Probleme. Also, aber wenn der jetzt so zügig weiter hochgelevelt wird und ausgerüstet, schätze ich mal, dass das auch kein großes Ding wird. Also es, bis jetzt ist es wirklich so ein 3D-Rollenspiel, wo man doch Action-Rollenspiel, wo man doch sehr angenehm eigentlich so durchspielen kann, also so durchlaufen kann. Ist natürlich ziemlich schlauchlevelig, aber das macht ja nichts. Man muss nicht immer ein Rollenspiel spielen, das irgendwie 500 Stunden frisst. Manchmal kann man auch einfach ein bisschen zügiger durch so eine Fantasy-Geschichte mal durchziehen. Ist ja auch mal angenehm. Es gibt ja trotzdem Nebenquests, mit denen wir uns vergnügen können. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wie ich das in Zukunft halten soll, ob ich alles aufnehmen soll oder die Neben- oder nur die Hauptquest. Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe bei dem Level-Design, dass man das ruhig alles verbinden kann, weil es sowieso meistens auf den gleichen Karten stattfindet. Was natürlich, wenn wir das nächste Mal da sind, erstmal ziemlich viel Zeit fressen wird, denke ich, ist das Reden mit im Prinzip jedem, der irgendwie ansprechbar ist in dieser Siedlung. Da müssen wir mal gucken.
So, ich würde sagen, ich setze den Cut. Wir sehen uns hier aber wieder, weil, wie gesagt, das ist so ein Rollenspiel, das finde ich ganz nett. Da kann man ruhig immer mal wieder wiederkommen, bis wir es mal durchgespielt haben. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.